herzlich willkommen zu Kabinengeflüster, der Spieltagsshow der Neckarsulmer Sportunion. Und auch heute haben wir wieder die neuesten Geschehnisse rund um unser Handball-Bundesliga-Teams für euch aufbereitet. Und ich freue mich auf zwei ganz spezielle Gäste. Und nur so viel sei an dieser Stelle verraten. Hashtag Olympia, Hashtag Nationalmannschaft. Es lohnt sich dran zu bleiben und euch jetzt viel Spaß beim Lauschen des Geflüsters. Ein Siegestanz in den Mai, den gab es am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die HSG Bad Wildungen Vipers. Ein souveräner Sieg stand am Ende 40-31 und wir sind sehr glücklich, dass diese zwei Punkte in der Ballei geblieben sind. Leider wurde das Spiel überschattet von zwei schweren Verletzungen. Carmen Moser und Nathalie Hendrickse wurden böse gefoult und haben sich schwer verletzt. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung und wie das Spiel verlief, das seht ihr hier. Klarer Sieg für die Neckarsulmer Sportunion. Im vorletzten Bundesliga-Heimspiel der diesjährigen Saison haben die NSU-Damen mit 40-31 gegen die HSG Bad Wildung Vipers klar gewonnen. Der Sieg wurde aber überschattet von der Verletzung zweier Leistungsträgerinnen. Von Beginn an bestimmte das Team von Trainerin Tanja Lockwin das Spiel. Die starke 5-1-Deckung mit der wachsamen Lynn Knippenborg an der Spitze stellte die Vipers vor große Probleme. So konnten die Neckarsulmerinnen schnell auf 6-2 davonziehen. Eine frühe Auszeit von Gästetrainerin Tessa Bremer sorgte zwar für Besserung, doch die NSU konnte den Abstand konstant bei 4 Toren halten. Erst kurz vor der Halbzeit schwächelte das Lockwin-Team etwas, sodass die Gäste auf 16-18 verkürzen konnten. Nach der Pause zog Bremer ein ungewohntes Mittel. Sie ließ eine 4-2-Deckung spielen, um die Halbspielerin der NSU so aus der Partie zu nehmen. Die NSU-Trainerin reagierte sofort mit einer Auszeit, um ihr Team auf die neue Deckungsvariante einzustellen. Die Worte fanden scheinbar Anklang, denn in der Folge zog das Lockwin-Team Tor um Tor davon. In der Phase stellten die NSU-Damen auch eine sehr gute Abwehr. So ließen sie von der 39. bis zur 49. Minute nur ein Tor zu und setzten sich so vorentscheidend auf 30-24 ab. Doch in der Schlussphase wurde es noch ein bitterer Abend für die Gastgeberin. Beim 31-24 durch Carmen Moser verletzte sich die Rückraumspielerin am linken Knie und musste lange behandelt werden. Die Untersuchung am Montag ergab, dass sie sich das Innen- und Kreuzband gerissen hat. Damit wird sie für den Saisonendspurt ausfallen. Kurze Zeit später erwischte es dann auch Nathalie Hendrickse. Die Kapitänin wurde beim Wurf hart gefoult und landete hart auf dem Boden. Sie zog sich dabei eine Stauchung der Wirbelsäule zu und ist jetzt erstmal im Concussion-Protokoll. Die beiden Verletzungen trübten so den klaren 40-31 Sieg. Schließlich sind die beiden Spielerinnen wichtiger Bestandteil des Teams. 5 der 40 Tore wurde beigetragen von unserer Nationalspielerin Selina Kalmbach. Und was sie zu ihrem Debüt in der Nationalmannschaft sagt, das seht ihr jetzt. Ja, bei mir jetzt Selina Kalmbach, die erste deutsche Nationalspielerin aus Neckarsulm von der Neckarsulmer Sportunion. Selina, wie dick steht jetzt der 17. April in deinem Kalender künftig? Ja, es war natürlich ein enorm besonderer Tag für mich. Diese ganze Woche, diese ganze Erfahrung, die ich da mitnehmen konnte, war unglaublich schön. Ich war natürlich auch etwas aufgeregt, muss man sagen. Aber ich freue mich total, dass ich jetzt meine ersten zwei Länderspiele machen durfte, dass ich da reinschnuppern durfte und bin einfach gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren noch so auf mich zukommen wird. Jetzt ist es so, dass ich noch nicht die Erfahrung gemacht habe, für Deutschland mal in irgendeiner Sportart zu spielen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann auf die Platte geht, wenn man das erste Tor macht? Was ist das für ein Gefühl oder realisiert man das erst nach dem Spiel? Ja, man macht sich vorher natürlich sehr viele Gedanken, aber in diesen Momenten überwiegt einfach dieser Stolz, die Freude. Man reflektiert natürlich diese ganze harte Arbeit, die da dahinter steckt. Und man möchte dann auch einfach diese Chance nutzen, möchte es genießen total. Und das meiste versteht oder kapiert man dann auch einfach erst nach dem Spiel und wenn man das alles verarbeitet hat. Aber so im Endeffekt überwiegt einfach der Stolz, dass man für sein eigenes Land spielen durfte. Und wie ist das dann, wenn man dort mit Mädels zusammenkommt? Die sind dann eher die Gegner in der Ballei oder wenn man auswärts spielt, sind es oft wahrscheinlich auch Mädels, die man vielleicht nicht ganz so gern hat. Wie ist es, wenn man dann zusammen in einem Team steht? Ja, ich denke, wenn man auch gegeneinander spielt, dann ist man für 60 Minuten Feinde, sage ich jetzt mal, oder Konkurrenz. Aber danach und davor versteht man sich ja trotzdem meistens sehr gut. Und es war einfach eine große Ehre, mit den Mädels zusammenzuspielen, mit den Mädels zu trainieren. Ich denke, da kann sich auch jeder selber enorm weiterentwickeln, unter solchen Bedingungen trainieren zu dürfen, weil man natürlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gas geben muss, noch mehr Prozent geben muss.
Aber ich freue mich einfach immer mit denen zu spielen und zu trainieren und verstehe mich auch mit allen sehr gut. Und jetzt im Nachgang dann immer noch Kontakt über die Nationalmannschaft hinaus? Ja, natürlich. Also man schreibt sich oft, wenn man sich in der Halle sieht, dann redet man natürlich auch ein bisschen miteinander. Und ja, nach der Corona-Zeit ist vielleicht auch möglich, dass man sich außerhalb mal wieder ein bisschen trifft und dass man auf jeden Fall den Kontakt hält. Und die Packliste für den Koffer für den Dezember für Spanien schon geschrieben? Ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich möchte mich da auch gar nicht so sehr unter Druck setzen. Ich habe die zwei Spiele sehr genossen und werde mich total reinhängen in den nächsten Lehrgängen, wenn ich die Chance kriege. Werde alles geben, kämpfen ohne Ende. Und dann wird man sehen, wie Dezember die Einladungsliste sein wird. Wir drücken uns die Daumen, natürlich auch vollkommen uneigennützig, weil wenn du gut in Neckarsulm spielst, wird es ja auch gut für die Nationalmannschaft sein. Selina Kalmbach, und wir sind, glaube ich, da spreche ich auch für alle Zuschauer, extrem stolz auf die erste deutsche Nationalspielerin aus Neckarsulm. Vielen Dank. Hashtag Olympische Spiele. Wir sind mächtig stolz auf unsere drei Mädels und zwei Jungs. Marie, Celine, Annika, Fabian und Henning haben es geschafft, sich vor Olympia zu qualifizieren. Und die Freude ist natürlich im gesamten Verein riesig. Und wir sind auch mächtig stolz auf euch. Und wie stolz, das haben die Fußballer schon in einem Video gezeigt. Und da lassen sich natürlich unsere Mädels sich lumpen und haben auch ein Video zu Ehren der Schwimmer aufgenommen. Wie das aussieht, seht ihr hier. Erfolg, genießt die Zeit und viel Glück mit Tokio! Ja, von unseren Amateurschwimmerinnen wieder zu den Profis. Es freut mich sehr, dass heute mit Henning Mühleitner, einer der Schützlinge der Sporthilfe Unterland, bei uns ist und einer derjenigen, der es geschafft hat, vor Olympia sich zu qualifizieren. Und wie es sich anfühlt, wenn ein Traum in Erfüllung geht, das hören wir jetzt. Bei mir jetzt Henning Mühleitner, einer der Olympia-Qualifikanten unserer Schwimmer in Neckarsulm. Das macht uns natürlich stolz. Von daher, Henning, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation. Wie sehr war die Freude, als es geklappt hat? Sehr groß, vor allem, weil die Planung natürlich alles zwar schon sehr konkret war auf die Qualifikation, aber das alles drumherum war natürlich sehr unsicher und ein bisschen undurchschaubar. Und demnach sind wir jetzt eigentlich auch froh bei den Schwimmern, dass wir ganz gleich fünf Qualifikanten haben aus dem Team. Vier, die tatsächlich für die Neckarsulmer Sportunion starten und eine, die aus Leipzig hier letztes Jahr hierher gekommen ist und auch die Quali geknackt hat. Also ein Riesenerfolg fürs gesamte Team. Wie schaut denn jetzt die Vorbereitung aus für Olympia? Gibt es da jetzt so einen klaren Plan, wie ihr euch dort vorbereitet und was sind dann auch die Ziele für Tokio? Ja. Also wir haben jetzt nochmal einen 12-Wochen-Block und in meinem Fall ist es so, dass wir 4 3-Wochen-Blöcke haben, in denen wir dann verschiedene Sachen im Training angreifen werden und dann die letzten 3 Wochen vor Tokio haben wir noch unter anderem, glaube ich, ein 10-tägiges Vorbereitungstrainingslager in Kumamoto vom DSV, vom Schwimmverband, und dann geht es nach Tokio. Das klingt schon sehr gut strukturiert. Die Schwimmer, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie früh morgens aufstehen, hart trainieren und an sich generell das Training auch sehr hart ausschaut. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie so dein Alltag ausschaut? Also ich komme jetzt gerade vom Krafttraining und vor dem Krafttraining hatte ich meine Schwimmeinheit, meine erste am Tag. Und nachher um 15.15 Uhr geht es dann nochmal in die Schwimmhalle und dann ist auch der Tag rum. Wann ist morgens die erste Einheit? Um 6.30 Uhr springen wir ins Wasser. Also 6.30 Uhr, da liegen die meisten noch im Bett, da seid ihr schon im Wasser topfit, also von daher ein sehr guter Start, meistens topfit. Ja. Ja. Was ist dein persönliches Ziel für Olympia? Also jetzt gerade, wenn man sich die Bestenliste anschaut, sind jetzt hier 3 Deutsche ziemlich gut dabei. Ich bin auf dem Rang 3 gerade aktuell auf den 400 Kraul
Und einer davon wird wahrscheinlich abmelden, die 400 Kraul, und sich auf andere Rennen fokussieren. Aber wir drei Jungs, wir waren in der Weltrangliste recht weit vorne dabei, und dann wäre natürlich ein Finale schon ein realistisches und angreifbares Ziel. Das klingt sehr optimistisch. Also wir haben nicht nur erfolgreiche Handballerinnen in Neckarsulm, sondern auch extrem erfolgreiche Schwimmer. Wir drücken euch, der gesamten Mannschaft, die Daumen, und dass es zur Goldmedaille reicht in Tokio. Wir wären mehr als stolz auf euch. Dankeschön. Vielen Dank, Henning. Danke. Und damit zurück zum Handball. Am kommenden Samstag geht es um weitere zwei Punkte. It's Derby Time. Die Tussis aus Metzingen zu Besuch in der Ballei. Da ist noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, und wir drücken die Daumen für zwei weitere Punkte. Wie das Spiel ausgeht, das seht ihr in der nächsten Ausgabe von Kabinengeflüster bereits in der nächsten Woche. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund.